Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Technomancer. Ich bin's wieder, euer Paradigma und ausnahmsweise mal ohne Heuschnupfen. Ich hoffe, man hört den Unterschied. Jetzt wird sich's definitiv besser spielen. Checkt mal erstmal aus, wir haben hier, glaube ich, genug zu tun. Wir sind wieder in Ophüs. Da bin ich zwar nicht gerne, aber hey, was gemacht werden muss, muss gewacht werden, ne? So, wie kommen wir da am besten hoch? Gehen wir lauter komische Wege. Wir werden aber auf alle Fälle mal den kurzen Weg gehen. Die Tür haben wir ja freigeschalten, das heißt, da geht's dann raus. Okay, probieren wir's. Mal gucken, ob wir den Weg finden. Haben wir auch noch die Minimap hier. Welche Leute habe ich dabei? Ach, die gleiche. Passt perfekt. Nisha brauchen wir ja gar nicht, denn die gibt uns ihren Bonus eh nicht. Und wenn, brauchen wir den jetzt eh nicht mehr. Wir haben ja jetzt 3 von 3 Schlösser und Fallenkunde. Oh. Ich hasse die ja. Aber das wisst ihr mittlerweile. Naja. Schauen wir mal, dass wir möglichst schnell hier wieder reinkommen. Oh ja, oh ja, oh ja, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist der Große. Ich habe keine Lust, von dem geschockt zu werden. Der ist auch weg. Und der haut immer noch an dem Kleinen rum. Junge, Junge, du lässt dir Zeit. Ich glaube, wir bluten mal, wir lassen mal wieder ein paar ausbluten. Oh ja, gönn dir auch. Wie man daraus Serum gewinnt. Klauen wir denen irgendwie die Flüssigkeit oder so? Da Serum ja irgendwie das Wasser hier zu sein scheint, von dem immer alle reden, und das ist anscheinend diese Minerale, dieses Mineralium, das irgendwie kaum noch da ist auf dem Mars. Also genau deswegen ist wahrscheinlich Serum auch die Geldeinheit. Obwohl man eh nie was mit Serum zahlen muss. Man kauft ja eh nie ein. Von daher könnte ich es genauso gut verschenken. Aber das macht man ja nicht, denn wir sind ganz schöne Geizkragen. Da hoch. Aha. Und jetzt geht's wieder runter? Was? Naja, das ist mir jetzt egal. Wir gehen jetzt da raus. Oh. Die Gegner sind ja immer noch, ne? Ihr habt doch gar nichts mehr zu beschützen. Meine ganzen Templerbrüder sind doch alle schon befreit worden. Meine ganzen Technomancer. So, der Typ mit der Knarre ist Gott sei Dank weg. Stoßen, stoßen, stoßen. Hätte ich gleich gewusst, dass er geschockt wird. Bam. Stoßen. Oh, habe ich gleich 2 mitbekommen. Oh, shit. Es ist immer so nice, wenn man den Zeitlupe wegrollt und dann mit dem Crit zurückschlagen kann. Der ist schon wieder gestorben. Naja, gut. Was will er auch groß tun hier? Shit, ich darf ja gar keine Menschen ausbluten lassen. Ja, da. Da spielt man einen Tag lang nicht mit Technomancer und dann passiert einem schon sowas. Bringt man aus Versehen schon einen um. So schnell kann's gehen. Hoch. Das geht also wieder in die Börse. Ich habe gelesen, demnächst soll mal ein Patch rauskommen. Das soll einige Bugs beheben vielleicht. Ich hoffe ja, dass dann auch unsere Quest-Bugs behoben werden. Und wir wieder
endlich diese Quests abgeben können oder sie endlich nicht mehr angezeigt werden. Ich wäre mit beidem zufrieden. Denn das ist schon ein bisschen störend, wenn dir angezeigt wird, dass du hier was zu tun hast und dabei gibt es da gar nichts. Vielleicht ist es auch kein Bug und ich stelle mich bloß doof. Wobei ich nicht davon ausgehe. So, gucken wir uns mal die Map hier an. Okay, hier haben wir was. Für eine Technomancer-Ausrüstung. Da geht es wieder zurück in den Untergrund. Die Ausrüstung, das können wir eh nicht machen. Bezahle den Schmuggler. Okay, dann haben wir hier noch was. Tom Goodsman und finde einen Stator. Gut, gut, dann heißt es also im Grunde einmal da lang und dann schnurstracks geradeaus bis zu diesem Punkt. Okay. Und nochmal zurück und dann hier raus. Der hat sich hier voll versteckt. Aua, ich wollte eigentlich an dem vorbeirollen, aber der hasst mich. Oh, da ist noch einer. Sogar einer mit Schild. Tja, geschockt, ne? Da ist noch einer. Yeah, wir sind Stufe 25, Leute. Lass dich schocken, lass dich schocken. Er lässt sich nicht schocken, er haut uns lieber eine rein. Und wir kommen nicht weg. Shit. So. Abserviert, ey, der hat uns irgendwie ganz schön viel abgezogen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir so viel verlieren. Also da ist noch irgendwo einer. Oh, da ist noch einer mit der Knarre. Deine Knarre ist überhitzt, mein Freund. So. Ja, man levelt schon ordentlich hier, dadurch, dass die Gegner immer sofort respawnen. Kann man hier ganz schön EP verdienen durch dieses ganze Backtracking. Wir müssen immer wieder auf diese Map. Und immer wieder sind die Gegner da. So. Wie sie es auch immer wieder schaffen, Quests auf die gleiche Map zu quetschen. Nein, aus. Oh, schon tot. Das war ja auch eine, die kann einem richtig leid tun bei der Übermacht. Immerhin ist einer dieser drei Kameraden nützlich, und zwar unser Technomancer. Rest kannst du eh vergessen. Oh, wer hat den jetzt umgehauen? Oder war es das Gift? War die vergiftet? Ich hab's nicht mitbekommen. So. Jetzt nur noch da rein. Dass hier niemand ist, wundert mich. Naja. Auf. Hier müssten nur wieder welche gerespawnt sein, oder waren die bloß einmal da? Ja, die waren bloß einmal da. Heißt, wir holen uns mal ein bisschen Technomancer-Ausrüstung. Da. Gucken wir mal, ob sie es nicht schon geplündert haben. Ich hoffe mal, es ist noch alles da. Hier erstmal ein Spind, Stufe 1. Was haben wir denn da? Ein Haufen Komponenten. Stufe 3. Aber das, was wir für die Quest brauchen, ist sowieso einfach bloß was zum Öffnen. Da brauchen wir nicht mal Schlösserkunde. So, haben wir alles. Perfekt. Dann geht's jetzt. Machen wir uns jetzt dran, die Einzelteile für den Rover zu finden. Die braucht nämlich noch ein paar, damit der wieder einsatzfähig ist. Ich den ganzen Weg da außen rumlaufen. Oder gibt es irgendwie einen... Oh nein. Sag das nicht. Dadurch, dass sie da Sand hingelegt haben, muss ich einen ganz anderen Weg gehen. Hilft nix. Da komme ich nämlich auch nicht raus. Oh. Mann. Dann müssen wir erst da runter. Okay.
Ja, hilft nichts. Jammern bringt uns auch nicht weiter. Beeilen wir uns. Immer diese ewig weiten Laufwege. So, zurück in die Gruft. Wofür der Untergrund? So. Erstmal gucken, was wir mit unseren Punkten anfangen können. Oh je, nice. Hier können wir noch einen Punkt verteilen. Wir haben schon 5 in Gewandtheit gesteckt. Als nächstes machen wir mehr Punkte auf Stärke. Wobei, Kraft brauchen wir für Rüstung, ne? Für bessere Handschuhe auch und sowas. Ausdauer für mehr Leben. Ich weiß nicht, mehr Leben brauche ich nicht unbedingt. Deswegen gönnen wir uns einfach noch mehr Stärke. Mehr Stärke kann man immer gebrauchen. So, und jetzt noch einen Punkt in Charisma. So. Damit unsere Überredungskünste noch ein bisschen besser werden. Sodale. Und jetzt haben wir einen neuen Brustpanzer bekommen. Stimmt, ja. Dürfen wir alles nicht benutzen, weil wir sonst den Bonus verlieren. Aber Hände, haben wir da was? Gewandtheit 4. Chanceunterbrechung plus 64%. Aber alles andere ist schlecht. Die Pistolen. Nee, passt. Wir lassen unsere dran. Handschuhe können wir eh nichts tragen. Schild, da haben wir ein besseres. Das kann er ausrüsten. Ansonsten. Nö, passt. So, waffentechnisch. Was haben wir da? Einen neuen Stab. Dann nehmen wir den da. Ist eh der Beste. So, eine neue Hose haben wir auch bekommen. Ist aber alle schlechter als unsere. Und Schuhe haben wir eh keine neuen bekommen. Passt. Man bekommt sowieso irgendwie von Haus aus irgendwie nicht besonders viel Rüstung, muss ich sagen. Und wenn, dann halt echt immer viel Müll. Also von der Rüstung, ja, da verbessert man sich echt sehr, sehr langsam. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, vielleicht sollten wir mehr herstellen. Shit. Ja, toll. Was mache ich jetzt? Das alles bringt mir nichts. Das heißt, ich muss den ganzen... nee, Moment, wir können da außen rumlatschen, oder? Können wir da außen rumgehen? Das ist jetzt natürlich perfekt. Nö, können wir nicht. Können wir nicht, weil da... Shit. Oh Mann. Heißt den ganzen Weg zum Untergrund wieder zurück. So. Hoffentlich sind die Gegner wenigstens nicht wieder da. Das wäre ja echt ein Witz. Dass wir aber auch nicht über diesen blöden Sandhügel können, ne? Ich meine, ist ja nicht so, dass das die Welt wäre. Davor klettern wir noch über diese Riesenwand. Aber darüber schafft das nicht. Unsportlicher Sack. Ja, natürlich sind die Gegner wieder da. Aber die können wir überraschen. Trollolol. Ich hätte sie vorher noch bestehlen sollen. Da wäre bestimmt was Cooles bei rausgesprungen. Naja. Da hoch. Also, dass uns die nicht gesehen hat, grenzt jetzt an ein Wunder. Ach, diese blöde Tarnstelle. Ich sehe nichts. Ja, gönn dir. Haust uns halt einer rein. Der Stab gefällt mir langsam auch ganz gut. So. Nö. Da haben wir schon alles.
Ja, dreh dich wieder um. Erst wirst du bestohlen. Was? Wie hat die uns denn gesehen? Au. Das ist wieder so ein Schrot. Nee, wir schießen zurück. Ich weiß schon, warum der Stab nicht gefällt. Weil ich nicht sowas machen kann. So. Will ich blitzen? Oh Gott, da ist ja noch einer. Wo kommt der denn her? Der wehrt das einfach mit seinem Schild ab. So ein Teufel. Jetzt aber, das kannst du nicht abwehren, ne? Hahaha. Mit deinem Stück Blech. Du kriegst auch noch eine ab. So. Ja, ich habe echt keine Lust mehr, die zu durchsuchen. Die lassen eh alles gleiche liegen. Wir verziehen uns ab. Moment, vielleicht können wir mit der reden. Vielleicht lässt sie uns dann rein. Das wäre natürlich schon geil. Captain, good to see you. Always, Lieutenant. Zack. Thought you'd look a little worse for wear, but you look good. I should probably be pissed that you stole one of our rovers. I guess you didn't have much of a choice. What do you need? If you're here for help, start talking, because every second I'm around you is a bona fide hazard. And I don't want to have to steal a rover myself. Hm, okay, passt. Dann halt nicht. Dann müssen wir echt jetzt so blöd außen rumlatschen. So. Okay. Anderer Zugang. Dann suchen wir uns den mal. Na, erstmal kriegt er aufs Maul. Beruhig dich! Wow! Aua, hat er mir noch... Shit, die sind ja überall. Diese Schildtypen sind die schlimmsten. Jetzt brauche ich wieder eine Spritze, weil sonst schießt mich der Tod. Die sind die schlimmsten. Au, ja, tritt mich noch 10 Mal. Da. Schluck eine Kugel. Kann man auch nie britzeln. Oh, das Gift hat ihn umgelegt. Haha, geschieht der recht. Aber unser Gift tötet natürlich auch nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. So, wir müssen da lang. Und dann ist da unten irgendeine Hauptquest. Irgendwas ist da. Wir wissen nur noch nicht was. Ja, okay. Irgendwo ist hier schon mal eine Meute, ja? Wow. Ruhig. Ruhig, Leute, ruhig. Den kriegen wir wohl nicht mehr. So. Haha. Der hat aber auch echt miese Reflexe gehabt. Nee, auf den schießen lohnt sich gar nicht. Wobei, in dem Fall schon. Wie unser Mutant einfach nur dasteht und sich schlagen lässt. Oh Mann. Also manchmal denke ich es mir echt, was ist denn los mit denen? Wer ist das? Ist der Böse? Wer auch immer du bist. Mit Kontakt reden, oh, wie geheimnisvoll. So, I just give this to you? Holy hell, man. You can't... Announce it to Victor on loudspeaker, why don't you? You're damn lucky nobody's around right now. Are you new? You got everything I need, that's all I care about. Kinda surprised, though. Thought we'd seen the last of the deliveries from our little merchant friends, given what happened. Don't know how the hell you did it. What are you talking about?
Oh, hell, you don't know. Victor had a caravan stopped and every poor bastard in it tortured. Truth is, they ain't just rumors. Our informants never let us down before. You better be careful, Mancer. Really careful. Oh, one last thing. Keep the deliveries coming. And I know you want to know if I'm a painter and those are really just pigments. Better you don't dig too deep, though. Safer for everyone. If what she says is true, then there's a good chance that the ASC infiltrated Noctis. I'll have to find out who they are and where they're hiding so that we can feel safer. Zack, you know I'll help in any way I can. I'll be damned if we're gonna let the Thought Police settle in Noctis, too. They destroy it. Noctis has only survived all these decades by staying hidden from the corporations. It's time that someone tries to go after them first. I'm sorry I'm bringing the battle to your doorstep. It'll happen sooner or later anyway. Gandolo just got to face them, too. He knew this day was coming, so I'm Ich dachte mir, ich höre jetzt auf zu reden, während die sich da volltexten, aber durch das, dass die ganzen Zeitlupeneffekte irgendwie das Gespräch von denen muten, habt ihr wahrscheinlich genauso wenig verstanden, wie wenn ich euch reinlaber. Ja, ihr konntet ja wenigstens mitlesen, ne? Ihr müsst euch nicht auf den Kampf konzentrieren. So.